Ja, einen wunderbaren guten Morgen. Das kann ich kurz abnehmen. Es ist noch nicht mal 6 Uhr koreanische Zeit. Hinter mir, glaube ich, sieht man den Namsan Tower, wo ich gestern war, oder der Seoul Tower oder der Seoul Tower oder wie auch immer man den nennen möchte. Und zwar mache ich heute die DMZ-Tour, also die demilitarisierte Zone-Tour, und schaue mir ein bisschen mal Nordkorea an. Und natürlich Südkorea und die ganze Geschichte. Das Problem: ich war gestern bis fast Mitternacht unterwegs und dann hat es noch gewittert die ganze Nacht und es war wirklich, also ich weiß gar nicht, wie oft der Blitz hier eingeschlagen ist und dann ist der Strom nicht gegangen, also es war echt toll und hat Spaß gemacht und ich habe eh dann nur 4 Stunden Zeit gehabt zum Schlafen jetzt, also schlussendlich habe ich 1 Stunde geschlafen, wenn es hinkommt. Fun Fact, ich bin so früh, dass sogar der 7-Eleven noch zu hat. Und davon ums Eck der GS25 auch. Also es ist wirklich vor 6 Uhr keine gute Zeit. Regnet ein bisschen, aber wir sind jetzt da bei diesem Center. Wir haben jetzt erstmal Mittagspause oder Frühstückspause, weil es regnet und da kommen schon die ersten Ansagen. Ich gehe einfach mal, ich mache irgendwas. Jetzt mal gucken, was passiert. Wie viel Uhr ist es denn? Vielleicht muss ich nach vorne laufen. Bis gleich. Hinter mir ist es jetzt noch nicht ganz, also es ist Südkorea, aber da sieht man unten schon mal, hier haben wir schon Grenzzäune und weites Feld, dann da drüben ist eine Brücke. Um das ganz einfach zu machen, da sind die Teleskope oder die Fernrohre. Und da ist dann Nordkorea. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt waren wir im Observatorium ganz oben und haben alles gesehen. Jetzt geht es noch in den Tunnel rein. Aber da darf man keine Videos oder Fotos machen. Ein ganz ein kleines Update. Ich bin schon lange wieder im Hostel. Und ich konnte ja die letzten Tage kein Geld abheben. Ich habe
ich immer die ganzen Zettel gesammelt von allen ATMs, die mir gesagt haben, ich kann kein Geld abheben, warum auch immer. Sei es jetzt irgendein Formatting-Error oder irgendwas anders. Und dann hat meine Mutter heute, ist zur Bank gefahren, weil ich kann da nicht anrufen, weil ich kann nicht nach Deutschland telefonieren. Und dann hat er erstmal erklärt, dass die Karte angeblich nur im Euroraum gültig ist. Das hat er dann aber schnell verworfen, als ich gesagt habe, dass ich damit ja schon den PCR-Test bei der Einreise bezahlt habe. Dann hat er gesagt, ja, von unserer Seite ist alles gut, gar kein Problem, es müsste funktionieren. Vielleicht machen Sie was falsch, gehen Sie zu einem anderen ATM oder gehen Sie woanders hin. Aber ich war ja schon überall, ich war sogar in der Bank und die Bankfrau hat mir gesagt, dass es nicht funktioniert und ich soll bei meiner Bank anrufen. Und jetzt kam dann gerade die E-Mail, hallo, wir müssen dir leider sagen, dass Mastercard wohl den PIN gesperrt hat. Warum auch immer. Und die haben den jetzt resettet. Ich habe zu 1000% den PIN niemals falsch eingegeben, weil ich ihn mir sogar aufgeschrieben habe. Ich weiß, man soll es nicht machen, aber der ist in meinem Secure, also zweimal mit Fingerabdruck gesichert in meinem Google-Ding. Und ja, auf jeden Fall, jetzt ziehe ich mich an. Ich schaue schlimm aus, weil jedes Mal, wenn ich dusche und ich gehe danach wieder raus, ist die Luftfeuchtigkeit innerhalb von 3 Sekunden, schaust du wieder aus, als hättest du eine Woche nicht geduscht. Und dann bist du auch noch nass. Und dann musst du wieder duschen, theoretisch. Und das habe ich jetzt einfach gerade nicht gemacht. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall unten in die Station und versuche mal Geld abzuheben. Zwar sind die Fees dort nochmal 200 koreanische Won mehr. Da gebe ich jetzt mal einen feuchten Dreck, weil ich habe Sauhunger und ich muss unbedingt was essen gehen. Also, bis gleich. Das wäre dann ein Tag ohne Regen. Uiui, aber ganz schön dieses Mal. Uiuiui, es wird eine spannende Reise. Ich kann jetzt so einen Soulwalk-Gang machen. Richtig schön durch die Stadt bei dem Regen. Das wäre schon irgendwie toll. Und die Straße fliegt natürlich wie immer schön. Das macht jedes Mal aufs Neue Spaß. Vor allem, wenn man seine Schuhe frisch eingesaut hat am ersten Tag. Ich meine, ist das hier nicht toll? Insgesamt hier. Und jetzt Erweiterung, die ganze Straße, wenn es halt so am Hang gelegen ist. Und da probieren wir jetzt unser Glück. So, probieren wir es mal. Wir gehen auf Foreigner Card. Gehen auf weiter. Wir haben eine ausländische Karte auf Englisch. Wir müssen die Karte einstecken. Runter. Jetzt hoffen wir, dass es funktioniert, weil sonst ist es nicht mehr meine Schuld. Hauptsache nicht. Ja gut, also zur Verteidigung, es war jetzt kein Global ATM, sondern es war nur ein ATM oder zwei ATMs insgesamt. Jetzt noch einen habe ich jetzt auf dem Rückweg noch probiert. Allerdings hat er auch nicht funktioniert. Das heißt, ich mache jetzt Pause. Jo, was für ein krasser Tag. Ich war fast in Nordkorea. Ich weiß zwar, das reimt sich nicht ganz, aber das ist mir eigentlich ganz egal. Ja, morgen mache ich einen Kochkurs. Ich habe mich gestern vertan. Ich mache erst morgen den Kochkurs. Ja, so war's. Ich war fast in Nordkorea. Ja. Hey, da war ich. Da hinten ist es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was mache ich hier?